Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute geht es mir um den Unternehmergeist in Deutschland und Europa. Wir von den liberal-konservativen Reformern sehen mit Sorge, dass die Innovationskraft gerade in Deutschland in Stocken geraten ist. Das jüngste Beispiel hierfür sehen Sie im Hintergrund. Wussten Sie, dass es in Deutschland verboten ist, dieses als Airwheel bezeichnete elektronische Einrad zu benutzen? Grund für dieses Verbot ist unter anderem die Forderung nach strengem Unfallschutz und für Kennzeichnungspflicht und Versicherungsschutz. Was heißt dies im weiteren Sinne? Müssen wir bald damit rechnen, dass auch das Fahrradfahren in Deutschland nur noch erlaubt wird, wenn wir Protektoren tragen und eine Fahrradversicherung abgeschlossen haben? Wagen wir doch einen Blick zurück. Vor fast genau 200 Jahren meldete der Deutsche Karl Drais den ersten Vorläufer des Fahrrads zum Patent an. Er ebnete dabei den Weg für eines der erfolgreichsten Verkehrsmittel überhaupt. Was wäre gewesen, wenn ihm damals eine bürokratische Regelungswut gegenübergestanden hätte wie heute? Wenn Gedanken über eine Versicherungspflicht oder das Erlangen eines Führerscheins den Willen zur Innovation und Unternehmergeist unterdrückt hätten? Es ist zum Glück anders gekommen. Heute sehen wir viele technische und mobile Revolutionen, zum Beispiel der Implementierung der Elektromobilität in unserem Alltag. Natürlich haben alle Neuerungen ihre Risiken. Wir dürfen aber die Chancen nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen nicht, dass der Staat vorschreibt, welches Transportmittel die Bürger benutzen müssen. Die Bürger müssen frei entscheiden können, in den Grenzen, die sich aus der Freiheit der anderen ergeben. Der Staat muss nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit alles funktionieren kann. Nehmen wir also das sogenannte Airwheel, welches Sie gleich wieder sehen können. Wir von den liberal-konservativen Reformern begrüßen diese Innovation in der Mobilität voll und ganz. Umso unverständlicher ist es für uns, dass die Regulierungswut der Politik in Deutschland dazu neigt, diesen Fortschritt nicht nur zu erschweren, sondern nahezu zu verhindern. Warum soll ein solches Gerät in Deutschland verboten werden, wenn es in anderen Ländern der EU erlaubt ist? Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir gegen diese überhandnehmende Bürokratisierung kämpfen müssen. Dafür setze ich mich hier in Brüssel und in Deutschland ein. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.